Hallo. Na? Bist du auch mein Wonderwall? So, erstmal auf Dauersenden gestellt, damit man jeden Furz hört. Und nein, bin ich nicht. Bist du wohle? Nein. Du doch. Ich bin. I am your Wonder Bread. Ja. Ich würde sagen, wir gedenken erstmal einen Moment lang all der Hörer, die seit der letzten Folge nicht mehr bei uns sind. So, und dann geht's weiter. Also, was machen wir denn hier? Keine Ahnung. Das gleiche wie jeden Abend. Uns weint in den Schlaf onanieren. Gegenseitig. Ja. Also gegenseitig weinend. Natürlich, was sonst? Alles andere ist doch Schweinkram. Ja. Na? Ja. Was geht ab? Der Lebenswille. Das klingt spannend. Heute ist jetzt kein Sommer, aber ich hasse den Sommer. Ab morgen ist wieder Sommer. Ich hasse den Sommer. Nö, Sommer haben wir noch nicht. Doch. Ich hasse den Sommer. Ach Flo, es könnte alles viel schlimmer sein. Ja. Und? Du brauchst doch ein bisschen Hassreserven. Oh, glaub mir, da habe ich genug. Hass, 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 hass. Mr. Hassman. Bring me some hass. Bom, 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 bom. Du bist quasi der Hustler. Ja. Ich hatte eben einen tollen Folgentitel. Mir fällt aber nicht mehr ein. Oh, verdammt. Jo. Ich habe jedenfalls gerade einen neuen Ventilator bestellt. Das ist schön. Für mehr Gepuste zwischendurch. Ich habe einen Blasebalg. Ach ja. Ja, also ich drehe ihn so schnell, bis dann der Wind losgeht. Hui. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hier geht. Hatten wir nicht früher irgendwie was, ein Konzept oder so? Ich glaube, in den ersten zwei oder drei Folgen, ja. Ach Gott, die 70er. Ich habe übrigens eben zum Frühstück die gestern erschienene Folge gehört. Oh. Ja. Ich habe sie gestern geschnitten und selbst ich habe sie dabei nicht gehört. Hatte ein schlechtes Gewissen, sie vorher schon retweetet zu haben. Schön. Wie war sie denn? Wo hast du deinen Kopf jetzt reingesteckt? Das willst du nicht wissen? Wieso guckt die Kuh so komisch? Muhuhu. Was war deine Frage, bevor ich über deinen Kopf irritiert war?
Ich habe die nicht zugehört, keine Ahnung. Okay. Voll Bock auf irgendwas mit geschmolzenem Käse. Käse. Bräuchte einen Sonntagskäse-Lieferdienst. Bräuchte überhaupt einen Käselieferdienst? Ja, das stimmt. Und sonst so, was gibt's Neues? Was hast du erlebt in den letzten Jahren? Schlecht schlafen, aufstehen, Arbeit, Bett. Und du? Endlich war viel los, aber ich kann mich an nichts erinnern. Gut. Ich google gerade nach Fotos von Bettwanzenpenissen, aber ich finde keine. Ich habe gestern danach gegoogelt, wie man Ohrenkneifer zubereitet, aber auch da ist die Faktenlage relativ gering. Also ich finde das Internet immer enttäuschender. Weil wenn man hier einen Artikel liest, Bettwanzen besitzen nadelartige Penisse. Da will ich dein Foto. Vielleicht musst du auf pornwanz.com gehen. Da bin ich gesperrt. X-Wanze? Die Domain ist noch frei. Ich bin lieber jetzt auf Wikipedia und guck mir das da an. Ach, das funktioniert hier wieder nicht. Da bin ich gesperrt, das ist Wikipedia. Warte. Der Artikel heißt Penis der Vögel. Das könnte auch ein Filmtitel sein. Ja. Penis der Vögel von Alfred Hitchcock. Ja. Hihi, Kok. Es gibt zwei Grundformen, den ausstülpbaren Penis und den nicht ausstülpbaren Penis. Ja, natürlich. Ja. Was passiert, wenn man eigentlich fest auf die Ente draufdrückt? Dann platzt sie. Für mehr platzende Enten. Der größte Penis wurde beim Erpel der argentinischen Schwanzkopf-Ruderente gemessen. Im ausgerollten Zustand 42,5 cm. Respekt! Nicht schlecht. Ach, ach. So, wo ist denn jetzt mein Browser wieder hin? Mann. Wusstest du, dass es ein Vorhautwiederherstellungsgerät gibt? Ist das vom Prinzip her sowas wie so ein Aufrolldings für Pfannkuchen? Es gibt ein Aufrolldings für Pfannkuchen? Hoffentlich. Ich bin jetzt auf diesem Entenpenis unten in die Kategorie Penis gegangen
und dort auf dieses Vorhautwiederherstellungsgerät gestoßen. Und es hat Bilder. Ach, das wollte ich doch gar nicht. Nein, das wollte keiner von uns. Nein. Wir machen diese Kategorie schnell wieder zu. Warum? Weil da zu viele verstörende Bilder dabei sind. Ja. Ach. Habe ich erzählt, dass ich unsere ganzen alten Folgen nochmal nachgehört habe? Ich verstehe das nicht. Warum? Ach so, ich hatte schon überlegt, ob ich es auf Französisch nochmal wiederholen muss. Weil mir gar nicht klar war, was wir für einen Unsinn fabriziert haben. Es ist schrecklich, oder? Deswegen höre ich den Scheiß ja auch nicht an. Und ich würde nie dafür Werbung machen. Hört nicht diesen Podcast. Er ist schlecht. Dela ist schuld. Und es fühlt sich schlecht an, wenn man ihn hört. Ja. Oh mein Gott. Die Marmelade in den Ohren. Aber nicht die leckere, sondern die bittere Orangenmarmelade. Ich habe gerade Bilder wieder gesehen. Dann schuld. So einen stacheligen Katerpenis. Ha. Wie viel muss man dafür trinken? Ich habe es auf jeden Fall nicht genug. Ja, haben wir noch Penen? Schlimme ist, ich weiß, ich hatte dir irgendwas geschickt. Ja, hattest du mal. Ich kann mich noch nicht daran erinnern, was es war. Ich weiß es auch nicht. Aber um unsere Dingsbums hier, wie heißt das? Anhänger? Nein, Dingsbums. Tischlampen. Naja. Salzstreuer. Kennst du das Video von 1975, wo die Eishockeymannschaft der NHL Blackhawks gegen den Cast der Sesamstraße Eishockey spielt? Nein. Du? Warum nicht? Ja, ich hab's gerade vor mir. Ach so. Big Bird. Nein, er hat die doch nicht gefoult. Oh, das Krümelmonster hat gehalten. Und den Puck gefressen. Nom. Ja. Ich werde dieses Video nicht kaufen, es ist zerkratzt. Nein, mal per Direktnachricht senden. Dann muss ich mich wohl in dieses Twitter einloggen. Musst du nicht. Es ist die Adams Family. Penisverletzung bei Masturbation mit Staubsaugern hat einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Ja, was denn auch sonst? Ach, das ist ja nur eine Minute. Ja, ist nicht das ganze Spiel. Schau ich mir doch mal an. Oh je. Ich bin begeistert davon, wie der große gelbe Vogel auf seinen Schlittschuhen steht. Ja. Und auch Ernie und Bert sind sportlicher, als ich erwartet hätte. Na gut, das ist ja auch, also Bert ist ja auch eine Legende. Ja, aber er hat aufs falsche Tor geschossen.
Mein Meatloaf hat ein Lied über ihn gesungen. Like a Bird Out of Hell. Ja. Das war schön. Soll noch einer sagen, Sport wäre unsportlich? Nee. Ach, was weiß ich. Ich habe gestern mitbekommen, dass bei der Tour de France jemand mit Essen K.O. geschlagen wurde. Oh. Habe ich nicht mitbekommen. Was gab's denn? Weiß nicht. Die Clown-Motel-Folge. Ich dachte, ich bringe dir etwas Literatur näher. Oh ja. Schlagen wir mal dieses Buch auf. Ich zitiere jetzt so ein paar Kleinigkeiten. Franklin hasste Kinder, er liebte Tiere und er hatte eine Todesangst vor den Zuckermenschen. Außerdem hasste er Busfahren, mit Menschen telefonieren, mit Menschen von Angesicht zu Angesicht reden, tanzen, sich die Haare schneiden lassen, die gegenwärtige Politik, den Lärm von Staubsaugern, die angesagte Männermode, angestarrt werden, Geschenke bekommen, für einen Chef zu arbeiten, chinesisches Essen und seine beiden Frauen. Er liebte durch die Stadt spazieren, im Zoogeschäft mit den kleinen Hündchen spielen, Geschichtsbücher lesen, Mozart und Death Metal hören, das Geräusch von Herbstlaub, das im Wind raschelt, Sandwiches zubereiten, über Bücher reden, Ballons aufblasen, historische Politik, älter werden, Geschenke machen, sich von allein hin, vor sich allein hinarbeiten, Schach, koreanisches Essen und rote Kleidung. Er fürchtete so ziemlich alles. Ich wusste nicht, dass ein Buch über dich geschrieben wurde. Ja. Rot ist seine Lieblingsfarbe. All seine Klamotten sind rot. Ihm gefällt vor allem ein besonderes roter Farbton, den er Apfelrot nennt. Das ist ein helles Rot mit einem Stich Orange. Seine Frauen sagten immer, deine Klamotten sind viel zu orange, um Apfelrot zu sein. Er antwortete dann immer, als ich ein Junge war, stand im Vorgarten meiner Eltern ein Apfelbaum, dessen Früchte genau diese Farbe hatten. Seine Frauen schüttelten immer nur den Kopf über ihn. Ist das eine Hommage an den scharlachroten König? Nein, aber das Buch riecht nach Erdbeeren. Ah. Es ist Die Kannibalen von Candyland von Carlton Malick dem Dritten. Okay. Ich habe da noch mehr Zitate, aber das hebe ich noch ein bisschen auf. Dann lese ich dir auch was aus dem Buch vor, das hier vor mir liegt. Um den Rechenaufwand zu vermeiden, kann die hypergeometrische Verteilung tabelliert werden. Da die Verteilung drei Funktionalparameter groß N, groß M und klein N besitzt, ist die Tabellierung sehr platzaufwendig. Noch weiter. Willst du es wirklich? Ja, gib's mir. Die Grundkonzeption zur Erstellung eines Koeffizientenintervalls wurde unter Abschnitt 8.2 am Beispiel Kaffeekonsum weitestgehend vorgestellt. Anhand des Beispiels wurde ausgehend vom Inklusionsschluss der Weg bzw. Übergang zum Repräsentationsschluss ausführlich beschrieben, sodass abschließend als Beispiel ein Konfidenzintervall ermittelt werden konnte, das mit einer Wahrscheinlichkeit von 90% den zu schätzenden durchschnittlichen Kaffeekonsum in der Grundgesamtheit überdeckt. Ist das nicht faszinierend? Absolut. Glaube ich. Ich habe mich zugehört. Könntest du es nochmal vorlesen? Leider nein. Oh, schade. Oder anders gesagt, wahrscheinlich nicht. Zu 90% wahrscheinlich nicht. Ja. Aber das scheint ein Erotikbuch zu sein, weil es steht drauf, praxisorientierte Einführung. Passt es dann auch ganz rein. Mit Schwung und Ketchup? Okay.
dann muss ich doch das zum nächsten Buch greifen. Kapitel 1. Wir haben vor ein paar Monaten ein Jesuskindlein adoptiert und das hat sich schon an unsere Arschlöcher angepasst. Normalerweise dauert es ungefähr ein Jahr, bis sich ein Jesuskindlein völlig in das Rektum seines Besitzers einführen lässt. Aber unseres tut das jetzt schon auf Kommando. Deswegen sagt Mary, meine aktuelle Frau, die wurstfarbenes Haar und eine Tätowierung eines berühmten Basketballspielers auf dem rechten Augapfel hat, dass es ein Super-Jesus-Kindlein ist. Aber in der Annonce war keine Rede von irgendwelchen Superkräften. Wenn es die hätte, dann hätten sie es sicher nicht umsonst abgegeben. Super-Jesus-Kindlein kosten ein Vermögen. Aus der Baby-Jesus-Anal-Plug. Und das ist jetzt voll Meta, weil in einer früheren Folge haben wir da schon mal drüber gesprochen. Ich bin mir sicher, dass wir es haben. Stammhörer werden das wissen. Ja. Nur, dass von diesem Autor mittlerweile noch mehr Bücher auf Deutsch vorliegen. Die schriftlichen Übungen im Buch dienen dazu, Grammatik, Wortschatz und die Grundlagen der Aussprache zu üben. Mit Hilfe des Lösungsschlüssels im hinteren Buchteil können Sie jederzeit überprüfen, ob Sie alles richtig gemacht haben. Kann ich das? Aus Langenscheid, praktisches Lehrbuch Russisch. Oh. Hast du auch noch was? Ich war gerade eingeschlafen, entschuldige. Ich hatte gerade eben einen Wikipedia-Artikel offen. Da ist er wieder. Laut der kroatischen Strickerin Radmila Kus wurden Penissocken historisch von Männern in Mykropaji getragen, um Kälteschäden vorzubeugen. Auch Versionen aus Eichhörnchenfell, die mit dem Fell nach innen unter Lederhosen getragen wurden, sind belegt. Klingt puschelig. Puschel am Puschel. Der Mann in Schwarz floh durch die Wüste und der Revolvermann folgte ihm. Das kenne ich. Das hoffe ich. Das hat irgendwas zu tun mit diesem anderen Podcast. Ja. Mesh unter Messer, glaube ich. Ich habe eine Knopfbatterie gefunden. Das ist aber schön. Ich wusste gar nicht, dass du eine verloren hast. Ja, jetzt gib meine Hose wieder zu. Oh. Dann ist das vielleicht keine Knopfbatterie. Meinen Service der heißen Bierleitung haben im Laufe der Jahre schon viele Leser, Seminarteilnehmer und Kunden genutzt. Und so habe ich bereits von den kuriosesten Situationen gehört und dabei helfen müssen. Aus Hagen Rudolfs Heimbrauen Schritt für Schritt zum eigenen Bier. Bier? Habe ich schon mal von gehört? Ja, verkauft sich ja auch wie flüssig Blut. Tja. Hast du denn was Interessantes geschaut seit unserer letzten Folge? Jetzt ist er geplatzt. Ja. Überall im Raum verteilt. Was Interessantes geschaut, ja, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was es war. Ich hatte sehr viel Spaß, das weiß ich noch.
Was war es denn? Ja, wenn ich das noch wüsste. Also woran ich mich erinnern kann, was ich geschaut habe, war das Fest des Huhns. Chicken. Und viel zu viel Quatsch auf Arte. Chicken. Unter anderem eine dreiteilige, ich will es nicht Dokumentation nennen, wo 8 Menschen, die gerne draußen sind, mehrere Monate wie Steinzeitmenschen leben. Das war sehr lustig. Also so wie wir nächstes Jahr. Ach, du kommst aus Potsdok? Nein, nachdem die Bomben gefallen sind. So. Nee, dann leben wir gar nicht mehr. Ah, Gott sei Dank. Da kommt dir die Gesellschaft einen Schritt entgegen. Das ist schön. Sterbi, sterbi, falaralala, lalala. Bald ist Bombi-Abend da. Hast du im Sommer auch immer so diesen Wunsch, Weihnachtslieder zu singen? Natürlich. Kling, Glöckchen, klingelingeling. Weil Weihnachten hat ja nichts mit der Jahreszeit zu tun. Weihnachten ist ein Gefühl, das von ganz innen kommt. Wie Blähungen. Ach, die Weihnachtsblähungen sind die besten Blähungen. Ja. Flatulenz mit einem Hauch von Zimt. Ach. Ach. Einmal Tante Ernas alten Eierlikör getrunken und schwupps. Ach, ich erinnere mich nur an Onkel Egons alte Eier, aber das ist eine andere Geschichte. Die immer so nah am Kamin liegen, dass sie ein bisschen komisch riechen. Soleier. Das wäre doch, wenn sie zu lange in der Sonne liegen, oder? Ja, nein. Ja. Kann man schon ins Bett? Flo, warum bist du überhaupt aufgestanden? Ich weiß es doch auch nicht. Was für ein leichtsinniges Verhalten ist das? Das ist dieses senile Batman oder so. Nee. Bettflucht. Wie lange noch? Bis was? Wann sind wir da? Wo wollen wir hin? Ja, wie war denn dieses Potsdok? Im Detail oder so als Overall-Dings-Resümee? Ja, das reicht. Hat sehr viel Spaß gemacht. Es waren sehr viele liebe Menschen da. Und ich. Ja, deswegen bin ich ja nicht gekommen. Hätte auch gereicht, wenn du da bist. Nein. Es reicht, wenn ein negativer Mensch da ist. Aber 2 negative Menschen sind besser, weil Minus mal Minus gibt wieder Plus. Ja, aber die Menschen mögen keine Mathe, dann sind sie schlecht gelaunt. Jeder mag Mathe. Mathe ist toll. Mathe ist der Freund. Ja, das sagst du, weil du negativ bist. Ich übrigens auch. Ich habe mich ja eher immer als komplex gesehen und nicht so sehr als negativ, aber naja. Du bist ein richtiger Gebäudekomplex. Hast du mich gerade... Nein, doch nicht. Nein. Ich habe dich architektonisch anspruchsvoll genannt.
Nee, dann ist ja gut. Was ist deine Lieblingsreliquie? Da gibt es so viele tolle. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, müsste ich... Puh. Ach, ich weiß doch auch nicht. Ach so, warte mal, ich hab noch was. Moment, ich habe gestern nämlich. Ah, hier. Ich wollte dir unsere schönsten Rezensionen vorlesen. Okay, dann aber antworte ich gerade noch die Vorhaut von Okay. irgendjemandem. Das wundert mich jetzt nicht. Ja. Ich finde ja die Heiligen Drei Könige ganz schön, weil die das ganze Jahr über tot in der Ecke liegen, in diesem einen Dings in Köln. Und dann einmal im Jahr wieder rausgelassen werden, durch die ganze Republik laufen und überall Quatsch an die Türen schreiben. Zombie-Könige. Zombie! Wir haben Rezensionen. Ja. Wo kommen die denn her? Ja. Ich habe mich verkleidet mit einer Kurzhaarperücke und einer Brille und habe mich unter das einfache Volk gemischt und habe wie die Gebrüder Grimm dem Volk aufs Maul geschaut, was sie so sagen über unseren Podcast. Willst du es hören? Ja, bitte. Danke. Nachträglich. Ich hätte als erstes, am Anfang war ich skeptisch, später merkte ich, es wird wirklich nicht besser. Ja, das trifft auf mein Leben zu, ja. Es ist wie ein Unfall. Ja, das weiß ich auch. Ist nicht schlecht, eher verstörend. Ja, kann ich verstehen. Also das Zweite. Alt und verbittert, schöner als Kacktüten. Na, das weiß ich jetzt nicht. Es gibt schon verdammt hübsche Kacktüten. Kunst, dadaistisch, ein Zusammenspiel von Floh und Hendrian. In einem Ausbruch von Kreativität erschaffen sie völlig neue Welten der logischen Sinnlosigkeit und sind dann Absurdität nahe verwandt mit Dalí. Ist das nicht diese 70er Jahre Game Show? Dali, Dali. Richtig. Marcel Reich-Ranicki sagte, ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau. Ja. Biolek sagte, interessant, aber der Wein war ganz ausgezeichnet. Oh ja, geweint haben wir viel. Anne sagte, da können Sie sich ein Ei reinschlagen, dann wird es gehaltvoll. Ich glaube, ein Ei reicht da nicht. Und eine unbekannte Person sagte, aber Herr Doktor, ich will nur Ihren Kopf in Öl. Ach, der Rüdiger. Ach ja, in die Eier schlagen. Oder treten, dann sind es Sohleier. Onkel Sohl. Kommt ein Mann zum Urologen. Herr Doktor, mir tut der Penis so weh. Ja, dann lassen Sie mich mal schauen. Naja. Sie müssen aufhören zu onanieren. Ja, wieso das denn? Damit ich Sie untersuchen kann. Ja, nun. Habe ich dir schon erzählt, dass ich hier auf dem Balkon wieder Wespen habe? Ich komme darauf, weil eine gerade hier reingekommen ist. Okay. Nachts sehe ich sie unter dem Holz.
So. Genau das. Ja. Dinge, die das Haus aufessen. Ein schönes ja. Geräusch. Mhm. Ach, ach, ach. Jetzt wissen wir aber endlich, wie sich die Hexe gefühlt haben muss, als Hänsel und Gretel vorbeikamen. Knusper, Knusper, Kläuschen. Ja. Ich habe jetzt eine Dingens gelesen, dass Experten davon ausgehen, dass es in den nächsten Wochen eine sehr große Wespenplage geben wird. Wegen der Hitze und Trockenheit. Tja. Das Schöne ist, wenn es noch ein bisschen heißer wird, verbrennen die in der Luft. Praktisch. Dann können die toten Vögel sie direkt auffressen. Ja. Die fallen dann vom Himmel und liegen neben mir. Du fällst auch vom Himmel? Ja. Icarus. Icarus, Icarus, Icarus. Icarus. Boop, 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 dido. Der war ja auch nicht vegan. Nein. Aber hat geschmeckt wie Hühnchen. Apropos, das warst doch bestimmt du, der dem Sunday Morning den das Thema mit dem Menschenfleischburger zukommen hat lassen, oder? Nee, ich glaube nicht. Okay. Wobei ich es gesehen hatte, aber... Das war so ein typisches Ding, wo ich dachte, das kommt bestimmt vom Flo. Ja, das würde zu mir passen. Eben. Ja. Du kochst ja sehr gut. Naja. Die einen sagen so, die anderen sagen gar nichts mehr. Ja klar, weil sie als Burger vor einem liegen. Nom, 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 nom. Saftiger Pfirsichkuchen. Wie findest du eigentlich panierte Chicorée-Viertel mit Speck-Aprikosen? Panierte? Wie paniert? Lass mich kurz gucken. Mit altbackenem dunklen Brot, ersatzweise Semmelbrösel. Also normal paniert. Gut. Scheinbar. Ja. Wie war die zweite Hälfte des Rezepts? Speckaprikosen. Oh. Kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht müsste man den Chicorée noch ein bisschen passend dazu würzen. Wenn ich mir das Rezept so angucke, kommt irgendwas Koriandersamen in die Brösel mit rein. Ja. Das glaube ich. Und irgendwo ist noch Honig drin. Wahrscheinlich bei dem Speck. Möglich. Speck, 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 Speck. For my Wonderwall. Speck, 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 Speck. Speck, 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 Speck. Was liegt denn da auf meiner Tastatur? Was ist das nur? Was ist das nur? Das bin ich im Speckmantel. Oh. Im eigenen Speckmantel. Piep, 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 piep.
Veganer Zupfkuchen. Blong. Bratwursthaus Bochum. Bochumer Zupfkuchen. Ledermuseum. Düdelü. Düdelü. Can you doodle my lü? Yes, sir, I can doodle. Boom, 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 boom. But I need a certain doodle. Boom, 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 boom. Biau, 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 biau. Bum, 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 bum. So, ich habe Kaffee getrunken, ich bin wieder wach. Ich habe letztens Kaffee getrunken, also ich bin morgens in die Firma gekommen und der Kollege war da, der sich immer morgens Kaffee macht. Mhm. Ich vermute, dass er einfach Kaffeepulver eingießt, heißes Wasser drüber, also der misst nichts ab. Mhm. Das merkt man der Stärke des Kaffees auch an. Mhm. Und irgendwie werde ich davon nicht wach. Mhm. Aber ich habe mich den ganzen Tag gefühlt wie ein sehr, sehr müder Kolibri. Das ist eine ein bisschen putzige Vorstellung. Ja. Wie du schnarchend von Blüte zu Blüte flatterst. Oh ja, mit meinem langen Rüssel. Ja, der wollte gerade sagen, wo du deinen Schnabel reinsteckst. Um dich am süßen Nektar zu laben. Nektarlaber. Labernektar. Reptar. Und sonst so? Hast du auch kein Corona? Auch kein Corona. Juhu. Ja. Wobei immer, wenn ich im Büro einen Test mache, denke ich, naja, wenn da jetzt ein zweiter Strich wäre, könntest du wenigstens sein. Das ist richtig. Ja, ja, ja. Aber dann bist du daheim. Ja, aber daheim bin ich allein. Ohne einen Chef, dem ich irgendwann, ja. 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 Ich kann diesen Satz nicht vollenden, das wäre strafrechtlich relevant. Mhm. Relevant, 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 relevant. Das sind 4 Relevante, da kann man ein Dach drauf machen, hat ein Relle-Haus. Und die Menschen leid, die das hören. Ich hab gelogen. Ich habe in einen Teil reingehört von dem, was ich da in der letzten Folge gemacht habe. Mhm. Und ich muss sagen, Dela Krieg klingt rückwärts noch viel cooler. Ich saß davor und dachte mir, das hat er jetzt gerade nicht gemacht. Ja. Ich musste irgendwie das Dings vollkriegen. Ja. Wie so oft im Leben. Ja. Machen Sie mal dieses Becherchen voll. Ja. Dann bleibt dir nur eins übrig. Voll mit was? Becherchen.
Flieg und Sieg. Blum, 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 blum. Habe ich erwähnt, dass mein Herd kaputt war? Nein, ich hatte nur gelesen, dass deine Besteckschublade getropft hat. Ja. Vor kurzem war mein Herd kaputt und ich rief den Kundendienst an und der behauptete steif und fest, mein Herd wäre eine Waschmaschine. Oh. Was die Ankunft des Technikers als äußerst spannend verdingste. Vielleicht hast du es immer nur falsch verwendet. Auch diese Möglichkeit habe ich durchdacht und kam zu dem Schluss, nein. Meine Klamotten werden nicht sauberer, wenn ich sie auf 200 Grad eine halbe Stunde Ober-Unterhitze behandle. Aber dafür sehr knusprig. Mhm. Knusperwäsche. Ja, und dann hat er mein Herd repariert und dann ging es wieder. Und dann kam ich vor ein paar Tagen nach Hause und stellte fest, ich habe eine Pfütze in der Küche. Ich war es nicht. Ich auch nicht. Nein, aber mein Kühlschrank war es. Der sich in Sturzbächen quasi aus sich selbst heraus ergoss und wie in so einer kroatischen Tropfsteinhöhle unter Dingsig einen See bildete, in der Besteckschublade. Vielleicht war das der Geschirrspüler. Verdammte Axt. Du hast es nur falsch rum eingebaut. Das könnte sein. Das würde erklären, warum die Waschmaschine Einstellungen wie minus 30 Grad hat. Hm. 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 Und ständig Weichspüler Eiswürfel rauskommen. Die sind lecker. Ja. Ich nehme die gerne als Zäpfchen. Dann ist der Stuhl nicht so hart, wenn er aufgetaut ist. Ach, Flo. Ja, bitte. Es hat nur 47 Minuten gedauert, bis ich das erste Mal weinen möchte. Das ist schön, dann haben wir es ja bald geschafft. Plopp. Ach, 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 ozeanfrisch. Ich wäre gerne ein Eiswürfelspender. Bist du dir sicher? Denk da noch mal drüber nach. Naja, bei dem Wetter geht das schlecht, aber... Menschen würden dich auf Partys mitnehmen. Ugh. Wo wir gerade dabei sind... Wir sehen uns ja in 2 Wochen. Ja. Tut mir ja auch leid. Da werden wir außerhalb der Aufnahme nochmal drüber reden müssen. Okay. Ja, du denkst richtig. Pärchenverkleidung. Ich dachte, wir gehen nackt wie immer. Ja, aber ich möchte, dass du deine Ernie-Maske dabei trägst. Wie immer. Wollte ich nur daran erinnern. Lass mir extra schon die Monobraue stehen. Und dass wir uns nicht verlieren, knoten wir uns zusammen. Richtig. Mit den Brusthaaren. Ja. Deine Brusthaare an meine Rückenhaare. Mm. Das ist dann nicht die Human Centipede, das ist, was ist das dann? Die Human Hackbällchen. Nom, nom, nom. Haarige Hackbällchen. Entschuldige. Oh, ich sehe gerade, ich habe hier ja Speak to Talk an. Ich habe, glaube ich, zu leise getrommelt, dass man es gehört hätte.
Ich hab's nicht gehört. Ja. War ein einmaliger Moment. Ja, das sind die meisten Momente. Ja, außer die, die doppelt vorkommen. Das sind die zweimaligen. Richtig. Quasi dieses Gefühl, dass man nur auf Französisch richtig ausdrücken kann. Ah, ja. Warst du in der Geschichte dabei? Ja, leider. Ah, worum ging's da? Ich hab dich total verdrängt. Um dieses Gefühl, dass man nur auf Französisch richtig ausdrücken kann. Ah, ja, okay. Warst du dabei? Nein. Gut. Ich mach da nicht mehr mit. Das ist mir alles zu intellektuell. Kann ich nachvollziehen, aber ich habe keine Wahl. Nein, die hattest du noch nie. Das ist richtig. Ich bin ja auch kein Walfänger. Fast nicht. Dafür bräuchte man einen Bart. Du hast Rückenhaare, die könntest du hochkämmen. Richtig. Fällt aber auf, wenn ich mir da wieder die Kleider vom Leib reiße, dann sieht das seltsam aus, wenn die so von hinten über den gesamten Kopf und dann vorne zu einem Zöpfchen und nein. Ach, die sollen sich nicht so anstellen. Every Hendrian is beautiful. Okay. Ich habe das Bedürfnis, James Blunt zu singen. Mach nur. So beautiful. Das ist doch lieber. It's true. Okay. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Wump. Wump, wump, wump. I wanna know, have you ever seen the wump? Wump. Gravump, gravump. El gravel? Gravumpovel, gravumpovel. Ach, die Waltons. Das waren doch die von Lucky Luke, oder? Ja, die Walton Brothers. Genau. John Boy und Rüdiger und der andere. Der Kleine mit den Holzbeinen. Oh. Gut, dass ich gerade mal nachgeschaut habe. Ich habe gefunden, wo ich diese Datei hier abspeichere. Und sie ist nicht da, wo sie hingehört. Oh oh. Naja. Hauptsache, du findest sie wieder. Ja, ich lasse den Ordner einfach mal auf. Mhm. Ich hatte aber auch irgendwie noch Dinge. Ich glaube, für die nächste Folge muss ich mir die mal rauslegen, wenn wir irgendwie was tun. Kundenlogin. Kundenlogin. Irgendwas. Was haben wir denn hier? Dum, 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 dum. Attention all personnel. Since there are no casualties again today, tonight's midnight movie will be seen at 9 o'clock this morning. Also, midnight will be cancelled. Das klingt vernünftig.
Ja. Attention, due to shortage of oil and wood, tonight's movie will be burned at 1800 hours. Attention, attention. Aber das war auch nicht für unseren Podcast. Das hatte ich für diesen anderen Podcast eigentlich. Diesen mit diesem Mesh, das auch irgendwann mal weitergehen sollte. Okay. Und wird. So. Blank. Ah, das könnte der Ordner sein. Ah, das ist nicht, was ich suche. Aber das ist, was ist das hier? Rechnungen. Anzeigen. Okay, ich habe jetzt hier den Bob Ross Textgenerator entdeckt. Oh. Und da, jetzt den schmeiße ich einfach mal einen Zufallstext. Also, das auch so. Und how many friendly paragraphs? Also wie viele Absätze willst du haben? Zwei, bitte. Zwei? Ja. Ja. Minimum quotes per paragraph. Wie viel hättest du da gerne? Vier. Vier. Maximum quotes per paragraph? Fünf. Gut. Und das, den Text schmeiße ich jetzt in den DeepL-Übersetzer. Wobei DeepL eigentlich zu gut ist dafür. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Okay. Da haben wir es. Bäume wachsen so, wie es sie glücklich macht. Ein Fächerpinsel kann dein bester Freund sein. Jedes Highlight muss seinen eigenen Schatten haben. Das ist die Art und Weise, wie du deine Frustration herausholst. Fast alles geschieht automatisch für sie. Sie müssen keine Zeit damit verbringen, zu arbeiten oder sich Sorgen zu machen. Juhu. Jedes Highlight braucht seinen eigenen persönlichen Schatten. Du kannst schöne Dinge erschaffen, aber du musst sie zuerst in deinem Kopf sehen. Die einzige Voraussetzung ist, dass es dich glücklich macht. Wenn es dich glücklich macht, dann ist es gut. Berge sind so einfach, dass sie schwer sind. Okay. Ich möchte das alles als Motivationsposter für auf meinem Klo haben. Okay. Du kannst Dinge erschaffen, wenn du sie dir nur vorstellst. Das ist echt ein schöner Generator, der gefällt mir. Warum habe ich den nicht schon, also ich habe den ja irgendwann mal gesehen, aber dann wieder vergessen. Und dann wieder gesehen. Sei so ganz leicht, sei ein sanftes Flüstern. Denke immer nur an eine Sache auf einmal. Werde nicht gierig. Lass uns ein bisschen mehr von der Magie hierher bringen. Du brauchst die Dunkelheit, um das Licht zu zeigen. Benutze deine Fantasie, lass sie frei. Es ist schwer, Dinge zu sehen, wenn man zu nah dran ist. Treten Sie einen Schritt zurück und schauen Sie. Es ist nicht schlimm, den Pinsel zu waschen. Mädchenmatrose. Genau. Wir malen doch ein fröhliches kleines Bild. Ist das nicht fantastisch? Du kannst einen kleinen Baum einfach so aus dem Pinsel schieben. Lerne, wann du aufhören musst. Das könnte Sexualerziehung sein, oder? Schon. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Denk mal dran, das für das nächste Mal könnte man das vielleicht verwenden. Wir könnten eine Art Gastbeitrag für den Quantenrost sprechen. Ja. Was ist das denn? Komisches Zeug.
Ist es nicht? Nein. Hm.